Meine Damen und Herren, Mädchen und Jungen, ich präsentiere Ihnen das fantastischste und niedlichste Haustier aller Zeiten. Die pelzige Freundin und magische Kreatur Bonita Bunny. In diesem Zaubertrick wird Bonita verschwinden, nachdem wir alle bis drei gezählt haben. Also bitte, liebes Publikum, zählt alle mit mir zusammen. Eins, zwei, drei. Presto, Bonita! Tada! Wo ist die großartige Bonita denn jetzt? Aha, erst wenn ich die Zauberworte wiederhole, wird sie wiederkommen. Und alle bereit? Presto, Bonita! Bonita, wo bist du? Ah, da ist sie, Bonita Bunny. Danke, danke, liebes Publikum. Wie ist das möglich? Ich habe Bonita verdoppelt. Tut uns leid, Laila. Keine dieser Puppen ist Bonita. Holly, Shani, was hat das alles zu bedeuten? Tut uns sehr leid, Laila. Wir wollten nur helfen, falls Bonita nicht wieder erscheinen sollte. Du hattest uns erzählt, dass sie manchmal erst Minuten später an den seltsamsten Plätzen wieder auftaucht. Und wir wollten, dass der Trick klappt. Oh, macht euch keine Gedanken. Es stört mich nicht, dass der Trick nicht geklappt hat. Ich mache mir nur Sorgen um Bonita. Wo ist sie? Ich glaube, Bonita ist endlich erschienen. Also, Bonita, ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns für eine Zaubershow anmelden, werde ich dafür sorgen, dass wir vorher mehr üben. Wow, toller Schneemann, Leute. Danke. Ich dachte, ich designe ihm einen Anzug. Geht's dir besser, Shani? Ein bisschen, aber ich muss immer noch daran denken, dass ich vor all diesen Leuten singen soll. Was ist, wenn sie über mich lachen? Dann kriegen sie es mit uns zu tun. Kommt, ich weiß genau, wo wir richtig entspannen können. Oh, ist das nicht großartig? Es gibt nichts Entspannenderes, als auf Flamingos im Pool zu treiben. Es ist so friedlich. Ich komme! Ah! Holly, wir wollen hier entspannen. Schon okay. Ich glaube, langsam geht es mir ein bisschen besser. Großartig. Hui, guck mal auf die Zeit. Wir müssen uns auf den Weg machen, wenn wir nicht zu spät kommen wollen. Es geht nicht, Polly. Ich kann es nicht. Die Aufregung ist wieder da. Mach dir keine Sorgen. Du wirst umwerfend sein. Okay, ich bin soweit. Machen wir es jetzt oder nicht? Wir? Aber ihr beide tretet doch gar nicht auf. Oh doch, das tun wir. Wir sind deine bildhübschen Background-Sängerin. Du hast doch nicht gedacht, dass wir dich ganz alleine da rausschicken, oder? Oh, danke, Leute. Ihr seid die besten Freundinnen auf der Welt. Meine Damen und Herren, bitte heißen Sie auf der Bühne willkommen. Shani und die Pocke. Musik ab. Gib das zurück. Es gehört der Erde. Das wird bei der Raumschiffszene großartig aussehen. Wusstet ihr, dass der Film in nur 145 Tagen gemacht wurde? In diesem Blog kann man hinter die Kulissen schauen. Hey, ihr seid die neuen Y-Girls. Seid ihr bereit, mit unserem Film zu starten? Ja, sowas von bereit. Ich freue mich schon. Das wird so viel Spaß machen. Los geht's. Okay, Captain Rocco, lass uns das noch einmal machen. Du hast recht. Ich muss da überzeugend rüberkommen. Ich versuch's nochmal. Und Action! Holly, meinst du, mein Make-up sollte aufgefrischt werden? Laila, du siehst toll aus. Also, Laila, versetz dich in die Figur. Du bist verfolgt worden von... Ja, ja. Die Außerirdischen sind hinter mir her und der Meteorit wird jeden Moment einschlagen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Super! Und Action! Das war großartig, Polly. Ich glaube, wir haben jetzt alle wichtigen Szenen des Films. Ja, juhu! Wundervoll! Das Schneiden wird ein paar Tage dauern, aber ich denke, wir könnten uns nächste Woche zur Premiere treffen. Oh ja, bitte! Ich kann es gar nicht abwarten, zu sehen, wie wir alle darin aussehen. 17 Uhr, nächsten Samstag. Bei mir? Ich werde da sein. Ich auch!
Willkommen zur Premiere des Films Mini-Y-Girls. Ich bin so aufgeregt. Mir gefällt schon die Musik. Der Film hat schon angefangen, Girls.